Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Division. Und ihr seht hier, ja, wir haben zwei Leute dabei. Diese sind einmal aus dem Suchsystem von The Division selber. Und ja, Tabulator und hier Einsatz. Ich bin jetzt gespannt, wie das so läuft. Wie gesagt, bisher kenne ich das ja nur den Koop mit Rio und hier so mit Fremden noch nie gespielt. Von dem her wird es da schwierig und mal auch interessant. Aber hier auf jeden Fall haben wir jetzt gleich was. In dem Komplex scheint es zu brennen. Wir müssen die Wohnung des Verdächtigen durchsuchen, solange es noch geht. Des Verdächtigen? Und Sehr lustig. deswegen umso schöner jetzt mal den Part auch mit anderen Leuten mal zu spielen. Und wir sehen, es geht auf jeden Fall genauso rund, wie man es gewohnt ist. Ja, ich muss sagen, mit meiner aktuellen Waffe bin ich eher so halb zufrieden. Die macht zwar schon Schaden, wie man sieht, aber ich weiß nicht. Es ist noch nicht so rund, wie ich es mir gerne wünschen würde. Vielleicht muss ich mich damit einfach nur ein bisschen einzocken. Naja, der geht auf jeden Fall mal hops. Bam! So, und wir sehen, da wird auch ein bisschen gelabert. Und ich werde mich jetzt mal da. Mal eine Granate raushauen. Der da oben. Naja, auch mutig. Festgesetzt haben wir den einen mal. Jo. Ja, da hätte ich den anderen mal mitteilen können. Oh, das geht hier auf jeden Fall richtig rund. Also langweilig wird es hier definitiv nicht. Yep. Komm noch mal raus. Yep. Alle weg. Sie ist auf der anderen Seite des Hofs, aber sieht so aus, als wäre der direkte Weg versperrt. Sie müssen einen anderen Weg finden. Und hier oben gibt es hier was zum Looten. Da unten was Grünes. Hier nochmal Munition. Also man sieht, das klappt auch online ganz gut zusammen. Mittlerweile sind wir ein ganzes Vierer-Platoon. Wir schicken jemanden, um die Überlebenden einzusammeln und herzubringen. Sie machen ihnen den Weg frei, also gehen Sie einfach weiter. So. Munition, Inventar ist voll. Ja, der eine hat genossen. Gesundheit. Ich habe mein Mikrofon bewusst gemutet, dass natürlich die dann hier nicht durch mich zugeschwallt werden. Eieiei.
Was ist denn hier alles los? Ah, komm schon. Also, ordentlich hier was am Laufen. Krass, 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 geht's hier rund, du. Muss jetzt hier aufpassen. Scheinbar habe ich mich hier in eine Granate setzen lassen. Schmeiß mal deine Granate hin. Ja, der ist weg. Die Wohnung ist über ihn. Amherst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Also ihr seht jetzt, um was es hier geht. Wir müssen hier in die Bude von Amherst, weil die Bude von ihm bzw. er der Erzeuger dieses Virus ist. Und dementsprechend erhoffen wir uns da natürlich einfach ein bisschen was davon, dass wir hier merken, okay, wie kam es denn überhaupt da dazu? Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert, aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn Sie absolut Amherst dort vorfinden, bringen Sie ihn mit. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. Naja. Die Wohnung nach Beweisen absuchen. Ich hoffe, Sie ja, haben, was wir suchen. Sind die Beweise recht offensichtlich? Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Hier müssen wir jetzt echt aufpassen, dass die hier nämlich richtig doof kommen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf meine anderen Jungs. Dementsprechend kann ich die hier wegmachen. So, Nummer 1. Wahnsinn, hier geht's aber richtig rund, du. So, Agent. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Da ist runter, oder was? Sieht so aus. Aber es gibt wieder mal ein bisschen Munition für uns. Der ist da vorne. Eigentlich soll der Hubschrauber nur Material aus der Dark Zone ausfliegen und zwar stark kontaminiert. Da muss ich jetzt aufpassen. Aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Den nehme ich noch mit. Boah. Okay, ich habe sie gehört, aber ich habe sie nicht für so ernst in dem Augenblick gehalten, diese Granate. Eieiei. Schnell heilen. Die geben mir hier gut, muss man echt sagen. Lighthouse, hier Bluebird 2. Sind bereit für Empfang des Pakets. So, wir müssen jetzt. Boah. Es wird nicht weniger.
Erstmal hier ein bisschen mit der Snipe arbeiten, weil der Schaden. Oh. Der ist immer beachtlich von den Jungs. Ja. Also man muss hier wirklich. Ich bleib lieber bei der Blendgranate. So, wir können jetzt endlich mal so ein bisschen vor. Komm noch mal raus. Jetzt ist der festgesetzt da oben. Jetzt aber nicht mehr. Uiuiuiui. Schnell mal hier. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. Aber auf jeden Fall kriegt der da oben ganz gut von den Jungs. Aber ich halte mich hier mal. Jetzt dachte ich mir, die schmeißen schon wieder was drüber. Intensiv, muss man ganz klar sagen. Also, das ist nicht Fahrt. So, den habe ich jetzt ein bisschen einheizen können, mal da oben. Komm schon, mein Freund. Komm schon. Uiuiuiui. Jetzt endlich der erste weg. Also hier sind die Sniper ganz klar sehr vorteilhaft. Komm schon, Rogan. Komm. Und weg. Sehr gut. Der hat auch einen schönen Loot gedroppt. Aber ohne ihr Eingreifen wären es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Und den hole ich mir natürlich. Waffentalente, Waffen da, Qualitätsstufen, bla bla bla. Waffen verleihen, ja, alles. Also, die haben so Besonderheiten, das wollen sie damit sagen. Okay. So, was gibt's hier denn? Ein Colster, Mod und Expeditionspaket. Wird alles mal mitgenommen. Da drüben ist auch Gott sei Dank mal noch hier ein Ding. Es wäre hier oben auch noch. Alles verkohlt, alles verschmort. Ich wusste immer, dass er ein übler Kerl ist. Ich habe den Bericht hochgeladen. Sehen Sie selbst. Da gibt es noch mal eine Box. Dass ich wieder ein bisschen entspannter bin, was meine
Munition so angeht. So, und hier, wir sehen uns den Beweis an. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Es hat eine Inkubationszeit von 1 bis 2 Wochen bei jedem Wirt. Und in dieser Zeit ist es nicht ansteckend. Amhursts Notizen zeigen, dass er das ändern wollte, damit das grüne Gift schon in der Entwicklung ansteckend ist und um den Inkubationsprozess und die Ausbreitung zu beschleunigen. Kurz gesagt, es ist ansteckender und reproduziert sich schneller. Das ist schlecht. Ja. Sympathisch, so ein Virus. Also man sieht schon, dieses Virus bzw. das, was die Jungs und Mädels da machen, ist nicht so cool und dementsprechend sind wir schon absolut sinnvoll und richtig. Und ich werde jetzt auch mal schnell die anderen muten. Spieler stumm schalten. Schadet er nicht, weil die drei werden sich schon verstehen, ohne dass wir da mitsabbeln müssen. Wir warten einfach mal ab. Was ich cool finde, dass der nur der einzige 15er sein drittes Talent vergeben hat. Und man bekommt hier noch einen weiteren Slot ab Stufe 15. Aber scheinbar ist der Einzige. Halb so wild. Aber Amhersts Wohnung mache ich nicht nochmal. Deswegen kann ich auch vielleicht einfach mal die Gruppe verlassen. Wie kann man denn die Gruppe eigentlich verlassen? Gruppe verlassen. Das ist doch einfach. Aber das funktioniert wirklich ganz entspannt, muss man mal ganz klar sagen. Also diese Suche funktioniert toll. Und da bin ich hier wieder in dem Bereich und könnte jetzt wieder sagen, ich will hier einen Spieler suchen. Ich kann natürlich auch mal mich um mein Equip kümmern. Oh, ich habe jetzt endlich eine Waffe, glaube ich, mit der ich mich mehr zurechtfinde. Deswegen wird auch die alte, das war ein Sturmgewehr, das ist eine Maschinenpistole, ja. Finde ich sehr gut. Und hier mal ein Sturmgewehr, ja. Das war, glaube ich, ist die richtige Wahl. Jetzt muss ich hier die nur schnell mit F, zack, und dann die Waffe zerlegen, ja. Und dann wird es nämlich in die AUG gesteckt. Dann nehmen wir hier die Präzision. Magazin, Magazingröße, ja. Feuergeschwindigkeit ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Stabilität. Und Stabilität. Ja. Jetzt ist das ein schönes blaues Gewehr geworden. Hier bin ich sehr zufrieden mit meiner jetzigen Wahl. Und zwar mit dem Präzisionsgewehr. Das ist angenehm. Die andere, die kann ich mal zerlegen. Beziehungsweise wir zerlegen erstmal die, wo ich definitiv weiß, dass ich die nicht mehr spiele. Und gucken uns nochmal so ein bisschen um, ob ich hier noch was habe. Bei dem Rucksack meine ich. Oh. Warte mal. So, und jetzt. So. Na, egal. Das ist der Angelegte. Ne, da sieht man schon, da ist der Angelegte besser. Minimal mehr Lebenspunkte, aber da bleibe ich bei dem. Und da glaube ich, oh ja. Also da, der gibt so viel mehr Hitpoints, da ist mir das wurscht, dass der ein bisschen weniger Schaden macht. Also da ist es definitiv so. Ich könnte hier die mal markieren und alle
Der macht, aber das ist zu viel Unterschied der Hitpoints, als dass ich sage, weil mir hat ja gesehen, im Kampf gerade eben ging dann doch das ein oder andere Mal die Hitpoint-Leiste deutlich nach unten. Und von dem her ist das schon dann die bessere Wahl. So, und wenn wir jetzt schon, wo sind wir denn? Ich glaube, wir haben hier noch ein Ding, ja. Bist du das? Ja, scheinbar könnte ich ihn hier eigentlich ansprechen, aber scheinbar dann eben doch nicht. Um das Ding zurückzugeben, okay. Alles klar, dann du halt nicht. Dann suche ich mir was anderes noch aus. Um die Waffe auch mal zu testen. Die Nachschubbeschaffung, die machen wir noch. In der Folge. Und dann können wir mal schauen, wie ist jetzt das EQ so für geworden. Und wie ist die Waffe? Ah, ich glaube, die wird gut. So, wir rüsten die Splittergranate aus. Vermisste Vorratskiste geortet. Ja, wir bleiben hier stehen. Junge. So, was denn los? Feindkräfte nähern sich. Von wo kommen sie? Die Nachschubbeschaffung, die sind alleine immer so ein bisschen trickier. Weil man einfach immer nie so die Ruhe hat, um abzugeben. Aber scheinbar kommt jetzt gerade gar kein Gegner. Das ist schön. So, eins abgegeben. Also solange hier da keine Gegner kommen, mache ich, gebe ich da Gas. Sicher ist sicher. Sie haben mich gerettet. Jetzt gebe ich dem Erste-Hilfe-Set von mir. Ja, ist aber ganz schön nobel. Muss ich mir selber sagen. Aber ich bin ja netter. Ja, und irgendwie kommen keine Gegner. Das ist, ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Aber ich nutze den Moment auf jeden Fall mal. Nee, danke. Achso. Was willst du dafür? Bang, 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 bang. Sowas habe ich jetzt erwartet irgendwie. Ja. Ah, okay. Die verbleibenden Gangster säubern. So. Alles klar. Ja, das war jetzt doch ein guter, schöner, kleiner, feiner Kampf. Da können wir sogar noch eins weitermachen und können hier nochmal versuchen hinzukommen. Störung des Waffenhandels. Der Waffenhandel muss ganz klar gestört werden. Also das lassen wir nicht zu, dass hier so gedealt und gewaffenhandelt und getrickst wird. Ja, Dose. Ich brauche eigentlich auch mal mittlerweile mehr weitere Techflügel, aber mittlerweile kann ich den auch etwas upgraden. Das werde ich jetzt auch in Bälde mal machen. Mal schauen, wie lange der Waffenhandel dauert. Vielleicht machen wir es noch zusammen. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Na?
Das ist doch gar kein Thema. Also die Waffe gefällt mir deutlich besser. Also wirklich deutlich besser. So, ich habe hier noch Waffenteile. Die wissen wir ja mittlerweile sind immens wichtig, wenn wir was craften auch wollen. Deswegen, bevor ich irgendwas mache, sammle ich die erstmal ein. Wo ich die ja da drin. So. Jetzt wird nachgeladen und jetzt wird es markiert und jetzt wird man eh gleich verteidigen müssen. Warnung, Gegner nähern sich. Das ist nichts Neues. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Der war schnell weg. Jo, so. Ein paar Gegner dürften es schon noch sein. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Und ich muss wirklich sagen, also wenn man jetzt mit jemandem zusammenspielt und danach alleine, das Spiel lebt wirklich deutlich mehr von dem Koop. Also zusammenspielen ist schon sehr sympathisch. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Gar keine Gegner mehr. Aber, ja. Ziel erfüllt. Und jetzt bei der Verteidigung der Vorräte helfen. Oh, jetzt kommen aber ganz schön viele, du. Ja, die Waffe gefällt mir deutlich besser. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. So. JTF Security, Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Gut. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns doch nochmal unsere Basis mal wieder ein bisschen anschauen. Wo ist er denn? Da ist die Operationsbasis. Blitzreise und ab dafür. Und dann kann man da nochmal einmal upgraden, schauen, ob sich da mittlerweile wieder ein bisschen noch mehr Leben eingefunden hat. Ich finde auch diesen Sound, dieses in Anführungszeichen fast schon dieses gehende Geräusch ganz gut gemacht. Das klingt so, als ob er da joggen würde. So, und ihr seht, der Techflügel, der ist der einzige, der noch so ein bisschen arg mau ist, alle anderen laufen schon ganz gut im Postamt. Jetzt fülle ich mal aber wirklich mal auf. Und habe ja auch mal wieder Granaten am Start. So, der Techflügel. Ausbauten verfügbar. Lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. Weil der schaut ja wirklich noch ganz schön mau aus. So, mit 300 die Zentralheizung. Ja. Entsperrt Objektwertetausch, Auflade. Ne, die Dark Zone brauche ich noch nicht. Ich glaube, ich mache hier einfach mal die Verbesserung. Talent. Mit der, ja, das ist doch erlittene Schaden. Das sollte gehen. Gute Arbeit. Und da haben wir dementsprechend jetzt. Und hier. Ah, wir sehen, Verbesserung ermöglicht es, Ihnen die Boni und Attribute Ihrer Ausstattung zu modifizieren. Das ist schön, wenn wir jetzt. Können wir ja mal hingucken. Sie machen meinem Bastlerherzen echte Freude. Ein Bereich, der nur für die Reparatur. Da kann ich jetzt hier was auswählen. Verbesserung von Waffen und Geräten reserviert ist. Hier kann ich mich voll die Waffen habe ich noch gar nicht. Also ich kann ja. Nehmen wir mal das Expeditionspaket. So. Da sieht man hier die Boni in Brandwiderstand, Impulsgeber. Das kann ich dann scheinbar hier die Rüstung, Impulsgeber, Wiegzeit und kann noch sagen, ich will aber dafür erste Hilfe für Verbünd. Aber ich habe die Mods nicht.
Passen Sie auf sich auf. Und aha, das ist dann random, okay. Das heißt, ich wähle hier aus, welchen ich haben will. Kapazität, Munition. Alles klar, will ich machen. Und jetzt kann ich mehr Munition mittragen. Das ist cool. Das bringt auch was. Also, da haben wir schon wieder einen sehr sinnvollen Upgrade. Und hier gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass ich mal wieder hier weiter einen medizinischen Flügel bastel. Oh, da habe ich sogar einiges, was ich noch machen kann. Hier die Quarantäne. Naja, gut, nicht so spannend. Schutzmaßnahmen. Ja, das ist doch was. Das brauche ich. Dass ich eventuell mal zu was Höherem gelangen kann. Und jetzt habe ich noch sogar was und kann hier immer noch die Kinderkrankenpflege. Also das heißt, unsere medizinische Versorgung, die ist ordentlich. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Sie haben viel zu tun. Also ihr seht, hier passiert einiges. Dekontaminierungseinheit, Gefahrengutlager. Dekontaminationsanlagen haben wir lange gewartet. Jetzt können wir die Schutzausrüstung angemessen warten und aufbewahren. Und hier die Kinderkrankenpflege. Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten, ganz zu schweigen von den Schwangeren. Also das läuft definitiv schon. Hier drin wird es auch nach wie vor immer besser. Die Schlangen sind auch weg, die vorher mal da waren. Sondern, ja, da verteilt sich das wohl so jetzt sogar mittlerweile so ein bisschen. Habe ich hier noch? Nee, im Sicherheitsflügel kann ich aktuell nichts mehr upgraden. Dementsprechend Folge zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.